Es wird so langsam nicht mehr geil. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Ja? Wir hören. Terralor. Ihr alle wisst, was geschehen ist. Wir wurden verraten von unseren eigenen Brüdern und Schwestern. Doch während ich spreche, herrscht dort unten Krieg. Der Hass der Nerimesen richtet sich nicht nur auf uns. Sie töten alle, weil wir in ihren Augen verblendet sind. Und egal, was wir tun, wir werden sie nicht aufhalten können. Ich weiß, was ihr nun fühlt. Ihr fühlt Wut auf sie und auf die in unseren Reihen, die uns das angetan haben. Aber damit tut ihr ihnen Unrecht, denn sie wollten uns beschützen bis zum bitteren Ende. Oh ja. Selbst Koarek und seine Soldaten sind frei von Schuld. Ja, sie mögen kurzsichtig und verblendet sein, aber auch sie taten das, was sie für das Richtige hielten. Falls etwas wie Schuld existiert, dann trifft sie einzig und allein die Hohen. Sie, Brüder und Schwestern, sie sind es, die all das zu verantworten haben. Sie haben weder Mitgefühl noch Verstand und ihr einziger Daseinszweck ist unsere Vernichtung. Sie sind Feiglinge, die uns aus dem Verborgenen gegeneinander ausspielen wie Marionetten. Und sie glauben, dass sie uns in die Knie zwingen können wie all die anderen. Aber das wird ihnen nicht gelingen, weil wir noch hier sind. Wir sind noch hier und wir werden uns nicht brechen lassen. Und wir haben das Leuchtfeuer, das einzige, das imstande ist, diesen Wahnsinn zu beenden. Und genau das werden wir tun. Danach steht es euch frei zu gehen. Flieht, kämpft, tut, was ihr für richtig haltet. Ich selbst werde mich ergeben, weil jeder vergossene Blutstropfen, wenn die Hohen besiegt sind, hinfällig wäre. Und selbst wenn die Nerimesen mich töten, wird mein Tod ein Zeichen sein. Und zwar eines, das Koarek nie verstehen wird. Nämlich, dass aus Hass nur Hass entwächst. Das ist es, was uns die Geschichte der Menschheit lehrt und was die Hohen stark macht. Steht bei mir, wenn der Moment gekommen ist oder geht. Aber bis dahin kämpft und ehrt all die, die bereits ihr Leben lassen mussten. So. Hilfelosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das nur führen? Gut, Terror. Das ist doch alles Wahnsinn. Nichts als Wahnsinn. Ich möchte mal so langsam kämpfen. Ich brauche das Ende. Ups. Es wäre mal so langsam Zeit. Mein Lieber. Prophetin. Das ist doch alles Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, ab in die Gemächer des Großmeisters. Da geht sie dahin. 4000 Jahre. Und nun steht sie in Flammen. Es ist ein Trauerspielen. Oh ja. Es gibt einen anderen Weg. Ihr wisst vermutlich, dass der Orden nie stolz auf die Unterstadt war.
Und vielleicht wisst ihr auch, dass der Orden und die Ralata eine Abmachung haben. Sie herrscht unten und wir oben. Tatsächlich ist das aber nur die halbe Wahrheit. Der Orden hat die Zügel nie ganz aus den Händen gegeben. Es gibt eine Sicherheitsvorkehrung. Für den Fall, dass die Dinge außer Kontrolle geraten und die Unterstädter revoltieren. Vermutlich. Ich mache es kurz. Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg. Es wurde erbaut, um im Notfall Giftgas in das gesamte Höhlensystem der Unterstadt leiten zu können. Giftgas? Ja. Niemand würde entkommen. Hinab und hinauf, ja. Die Nerimesen werden nichts bemerken. Wir steigen hinab, wir finden den Numinos und wir entzünden das Leuchtfeuer. Dann, ihr wisst, wie es weitergeht. Zumindest für mich. Trefft Charim und mich, sobald ihr bereit seid, vor der Schatzkammer des Ordens. Und bringt Hüterin Zakarisch mit euch. Wir treffen uns vor der versiegelten Tür. Gut. Abflug. Salira im Sonnentempel treffen. Machen wir. Und wieder Ladezeiten. Ich kann nicht glauben, dass Siegelmeister Batar uns verraten haben soll. So, komm schon. Saira. Nein. Und so unnötig. Ich meine, wie verblendet muss man sein, um zu denken, so ein Massaker sei etwas Rechtes, etwas Gutes? Naja. Was meinte der Großmeister? Wie sollen wir in die Unterstadt kommen? Ein für Völkermord entworfenes System entpuppt sich als unsere Straße zur Rettung. Wenn das Schicksal eines hat, dann einen Sinn für Humor. Naja, ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir gehen. Ja? Wenn alles so kommt, wie Arantial es vermutet, wirst du dich ergeben? Wenn es einen Weg geht, das Ganze, dann würde ich darauf... Das kann ich verstehen. Ich gehe schon mal runter. Komm einfach, wenn du soweit bist. Ja. Prophetin, wir werden hier tun, was wir können. Aber beeilt euch. Wer weiß. Zack, 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 zack. Komm. Ab nach unten. Ich hoffe mal, dass wir nicht so viel Ich brauche noch was zu essen, glaube ich. Was? Wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Ja. Damit wäre auch der Typ hinfällig. Aber ich brauche noch was zu essen. Ich brauche auf jeden Fall noch was zu essen. Gut.
gehen wir ins Kellergewölbe. Und ab zum Ende. Oh. Weil die Ratten haben noch Fleisch. Hoffe ich mal. Ach, guck mal einer an. Zack, Kohle. Groschen. Nägel. Weizen. Genesungstränke. Fässer. Mhm. Eine leere Weinflasche. Eterna Pfeile. Gift. Das Tunnel. Der Götter ist wirklich kreativ, Arathea. Meine Hochachtung. Cool. Alles, was wir noch so haben. Weizen. Salz. Können wir mitnehmen. Sie sind da. Kommt. Gut, gut. Hier haben wir nichts mehr. Interessant. Wie funktioniert das, Großmeister? Es ist ein Siegel. Und es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Folgt mir. Ja, ja. Komm, ab nach unten mit dir. Was habe ich jetzt eigentlich noch alles an Essen dabei? Nicht mehr viel. Oh. Super. Falsch. Ich wollte Fokus machen. Komm raus mit dir. Vorsicht. Q. Flammenbiss und Fokus. Plasma leer. Gut, weiter geht's. Hier gibt es nichts Spannendes. Hier auch nicht. Gut, gehen wir weiter. Ja, ich komme mit. Falls ihr euch fragt. Die drei Schleusen dort oben enthalten die Sternlingsmaschinen für das Giftgas. Wir öffnen aber nur das Gatter zum Tunnel. Aber hier ist noch ein dicker... Wie viele Ausgänge gibt es? Ich vermute... Eine Schleuse hätte für das Gift nicht ausgereicht. Hätte es nicht, nein. Insgesamt gibt es 8 Ausgänge in die Unterstadt. Wir werden den am Marktplatz benutzen. Laut Merayil befindet sich dort ein geeigneter Eingangspunkt zur Stadt der Pyräer. Ich finde es immer cool, wie die kurz bevor die verschwinden ihre Haare verlieren.